Konnichiwa und herzlich willkommen zu Japan hautnah. Ich bin die Lena und heute nehme ich euch mit zum Tee trinken. Das wird keine Teezeremonie, sondern ich zeige euch ganz genau, wie ihr den perfekten grünen Tee braut. Braun ist das richtige Wort, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. In diesem Laden hier, der heißt Midume, wird exzellenter grüner Tee aus der Ise-Region hergestellt. Da gibt es eine ganz, ganz bestimmte Technik, um den perfekten grünen Tee zu machen. Und das werde ich euch heute zeigen. Let's go! Wenn man hier auf den Sitz ankommt, dann gibt es hier diese Kisten. Und das hier sind echte Teekisten. Da, normalerweise kommen da die Teeblätter rein, um die dort aufzubewahren. Aber für die Gäste sind das hier die zum Verstauen der Klamotten und Taschen etc. Finde ich total lustig. Dann erkläre ich euch mal ein kleines bisschen das Menü. So schwer ist es nicht. Interessant hier ist, dass man den Tee in drei verschiedenen Schritten trinkt und dass es vier verschiedene Teesorten gibt. Die sind alle etwas unterschiedlich, je nachdem, ob man süßer mag oder etwas herber. Und dazu gibt es dann, Moment, ich weiß, ihr könnt das alles nicht lesen, ist aber auch egal. Dazu gibt es dann unterschiedliche Süßigkeiten. Und ich persönlich liebe den Manju hier. Das Wasser ist hier direkt in dem Set angekommen. Ich habe das hier eingeschenkt und dann haben wir auf die Stoppuhr gewartet. Der Herr hat alles Mögliche erklärt, warum das welche Temperatur hat und wie lange man das hier warten muss, bis man das umfüllt etc. pp. Ihr merkt also am grünen Tee brauen, ich weiß nicht, ob brauen das richtige Wort ist, am grünen Tee kochen ist wirklich sehr, sehr viel Kunst daran. Und ich erkläre euch jetzt gleich mal, was ihr immer falsch macht, nämlich euer Wasser ist zu heiß. Wenn man grünen Tee macht, dann darf das Wasser nicht kochen. Am besten ungefähr 70 Grad ist perfekt. Am besten ihr habt ein Thermometer, bei 70 Grad den Tee einfüllen und auch nicht zu lange ziehen lassen. Also maximal eine Minute oder 90 Sekunden, dann ist der Tee perfekt. Das könnt ihr hier sehen. Sieht ja nicht wunderschön aus. Ah, und er riecht unglaublich intensiv. Also, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also, es ist quasi so, als würde man die Teeblätter essen. Es schmeckt unglaublich intensiv nach grünem Tee, aber absolut nicht bitter. Diejenigen, die glauben, grüner Tee ist bitter, die machen es einfach nur falsch. Das ist genau der Punkt. Bei 70 Grad oder das hier waren jetzt 65 Grad, 90 Sekunden mit so, also ich meine, schaut doch mal, wie viel Teeblätter da verwendet werden, um so ein klitzekleines bisschen Tee zu machen. Das ist wirklich das ganz Besondere daran. Deswegen guter, teurer Tee, das hier ist auch noch Shincha, das heißt, der wurde gerade erst jetzt zur Saison gepflückt und kommt direkt hierher und also ich schwärme. Ihr kriegt das mit, ich liebe grünen Tee, aber das ist einfach wirklich die allerbeste Art, um grünen Tee zu trinken. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass es vier unterschiedliche Tees hier im Laden gibt. Der Taka hat noch einen anderen. Ach, und der schmeckt auch ganz, ganz anders. Der schmeckt viel leichter. Beim zweiten Schritt haben wir sogar ein Papier gekriegt mit Anweisungen, wie man das richtig macht. Das kann man danach auch nach Hause mitnehmen, dann weiß man, wie es geht. Sie haben auch Englisch. Und es ist relativ einfach. Das Wasser ist heißer als vorhin. Das heißt, es kommt in dieses Tässchen hier rein, dann wird es nochmal ein bisschen abgekühlt und dann wird es eingeschenkt in die Kanne und direkt wieder ausgeschenkt. Und dann kriegt man sowas hier. Das ist doch mal eine tolle Teefarbe, oder? Also ich weiß nicht, was... Bei anderen Leuten wird Tee immer irgendwie gelb oder braun oder keine Ahnung, aber wenn es genau mit der richtigen Temperatur und der richtigen Länge gemacht wird, dann kriegt das diese wunderschöne grüne Farbe. Und der Geschmack hat sich auch total verändert. Also es ist jetzt weniger süß, weniger intensiv, aber auf jeden Fall bitterer. Das liegt daran, dass wenn man die Temperatur vom Tee erhöht, dass dann die Bitterstoffe mehr rauskommen. Aber natürlich auch wenn ich sage erhöht, dann hat das Ding immer noch nur, keine Ahnung, 70, 75, vielleicht 80 Grad oder sowas. Also wirklich, passt auf, dass ihr euren Tee nicht zu heiß macht, dann wird es perfekt. Aber weil es eben so bitter ist, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um
das hier zu probieren, nämlich dieses Wagashi hier mit Chincha gemacht, also auch mit dem neuen grünen Tee und super mochi mochi. Mochi mochi da. Normalerweise esse ich das immer mit der Hand, aber ich wollte das jetzt schön machen. Dadurch sieht es noch schlimmer aus. Ihr könnt ihr sehen, wie es aussieht. Das ist außen grüner Tee und innen grüner Tee. Es ist so ein bisschen zäh, die Schale außen. Und innen drin. Es ist wie so eine Paste, alles aus grünem Tee. Es ist wirklich, wirklich lecker. Passt perfekt. Zu der zweiten Tasse Tee dazu. Ich habe meine dritte Portion jetzt schon eingefüllt. Die ist noch einfacher als die zweite. Man hat quasi hier das Wasser, das ist auf ungefähr 80 Grad, füllt das direkt in die kleine Tasse rein, dann füllt man das direkt in die kleine Kanne rein, dann füllt man das direkt in die kleine, noch kleinere Tasse rein und dann hat man hier so den Tee. Der ist noch grüner von der Farbe her, aber vom Geschmack her wesentlich weniger intensiv. Und jetzt kann man diesen dritten Schritt so oft man möchte wiederholen. Der Tee wird natürlich immer leichter. Es gibt das hier übrigens auch mit kaltem Wasser. Man kann dann also ein Cold Brew Tea machen. Und das liebe ich, insbesondere im Sommer. Den Tee, den ich heute trinke, der heißt Senju. Und den habe ich mir gekauft für zu Hause. Und den trinke ich zu Hause mal als Cold Brew. Das ist super einfach. Ihr müsst nämlich einfach nur Eiswürfel und eiskaltes Wasser nehmen und das mit den Teeblättern in eine Kanne tun und für ungefähr 7 bis 8 Minuten ziehen lassen. Dann kriegt ihr Cold Brew Tee und das schmeckt mega, mega lecker. Aber dafür braucht ihr hochwertigen grünen Tee, damit das richtig gut wird. Wir haben abgesehen von den Süßigkeiten hier auch noch Pickles. Mit Tee zusammen Pickles zu trinken, das gibt es nur hier in diesem Laden. Paprika, das hier ist Sato-Imo, das ist so eine Wald... Kartoffel, keine Ahnung, wie man das nennt. Und das hier ist Süßkartoffel. Ich probiere mal erst die Süßkartoffel. Alles ist eingelegt, aber mit was das jetzt eingelegt ist, weiß ich auch nicht so genau. Sauer eingelegt. Es könnte sein, dass das mein allererstes Mal ist, dass ich eine sauer eingelegte Kartoffel esse. Interessant. Doch, aber es passt interessanterweise wirklich gut zusammen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Blätter ganz unterschiedlich sind. Also diese hier, die in meinem Tee sind. Und der Tucker versucht mir gerade ganz heimlich meine Süßigkeiten zu klauen. Wenig erfolgreich. Schmeckt's gut? Ah, sehr gut, Donne. Ja, finde ich auch. Ah. Aber so wie du das da hier zerfledderst, ist das nicht schön. Und dann Tuckers Tee, da könnt ihr sehen, die Blätter sind viel gröber. Das liegt daran an der Qualität vom Tee. Ob man kleinere Blätter nimmt, dann ist es hochwertiger oder größere Blätter, dann ist es weniger hochwertig. Als allerletzten Schritt und so, dass man quasi nochmal einen intensiven Geschmack ganz am Ende hat, gibt es hier diesen Genmai. Genmai ist quasi wie Puffreis, den kann man so essen. Schmeckt wie gerösteter Reis. Und der kommt jetzt hier in den Tee rein. Macht man daraus nochmal einmal Tee. Ich glaube, wir brauchen neues Wasser. Kommt das hier rein. Und dann soll man, glaube ich, 10 Sekunden warten oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ganz anders schmeckt es. Da wird quasi der ganze Tee, der ganze grüne Teegeschmack übertüncht von diesem gerösteten Teegeschmack. Also es schmeckt so ein bisschen smoky, geräuchert quasi. Ganz, ganz lecker. Hier werden auch die ganzen unterschiedlichen Tees verkauft. Das hier zum Beispiel finde ich ganz, ganz toll. Hier werden sie einzeln in Teebeuteln verkauft, damit man alle unterschiedlichen Teearten probieren kann.
Und dann in dem Regal hier gibt es die ganzen unterschiedlichen Teesorten, könnt ihr hier sehen. Und die gibt es dann als losen Tee und auch Teebeutel. Also, das war mein kurzes Video, ob es kurz war, weiß ich nicht, über den grünen Tee und wie man ihn richtig trinkt. Wenn ihr die gleiche Experience haben möchtet, dann empfehle ich euch, nach Nagoya zu kommen und hier Midume auszuchecken. Auch kein Deutsch, egal. Oder einfach die Tipps, die ich euch in diesem Video gegeben habe, auf euren eigenen grünen Tee zu Hause anzuwenden. Also nicht zu heiß und nicht zu lang ziehen lassen. Dann macht ihr die perfekte Tasse grünen Tee. Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob das für euch geklappt hat und ob euch der Tee jetzt besser schmeckt. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mir sehr wünschen, wenn ihr ihm einen Gefällt mir gebt und auch wenn ihr den Japan Hautnah Kanal abonniert. Und damit hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss!